Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu dem neuen Odiwa Shoppen Video. Es ist mal wieder soweit. Ich habe jetzt die ganze Weile gesammelt. Vom letzten Mal bis jetzt sind ein paar Sachen mit bei, die ich zwar gekauft habe, aber nicht für mich, beziehungsweise wo ich von meiner Mutter Geld gekriegt habe, um es für meine Mutter zu kaufen. Aber dann kam, obwohl ich gesagt habe, soll es zu ihrer gehen, kam es zu meiner drin, egal. Zeige ich euch. Es ist ein bisschen viel. Zeige euch das mal. Hier haben wir ein paar Taschen stehen und dann hier noch Kartons und ja. Ist aber auch jetzt nicht so, wo ich sage, ist unsinnig, das braucht man nicht. In erster Linie waren es eigentlich hauptsächlich Klamotten. Ich kann euch jetzt hier ein paar zeigen, die wir bei Lidl geholt haben. Wir waren gestern auch bei Kick. Da kann ich euch halt nur die von der Großen ein bisschen zeigen. Und von mir und von der Klee nicht, die sind schon in der Wäsche. Weil die wollte natürlich so schnell wie möglich anziehen und dann musste Frauchen die jetzt schnell in der Wäsche machen, damit sie so schnell anziehen kann, weil da ist ein Kleid mit bei, eine Hose ist mit bei, mit so einem Klee-Monster vor der Ruffel steckt und Socken, so Sneaker-Socken, die kann sie sich super selber anziehen und so. Und dann musste das leider schnell gehen. Aber die. Ich habe die Verpackung, die wir geholt haben, beziehungsweise was ich gekauft habe, bei Lidl. Da hatten sie einmal so ein Paw Patrol Kleid, also so ein Rock mit einem Oberteil. Dann habe ich Schlüppi und Hemd geholt von Frozen. Dann nochmal Paw Patrol, Hemd und Schlüppi. Also Paw Patrol, Frozen ist ja okay momentan bei ihr, aber Paw Patrol geht immer. Momentan ist ganz, ganz große Ding Dinos und Halloween-Sachen, so Zombies, Monster und so. Und ja, findet sie. Da gibt es auch so ein paar Videos, so Kinderlieder. Ich finde zwar nicht, dass die sich gut anhören, aber. Hallo, mein Schatz! Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er. Papi macht gerade Video über deine Sachen. Ja, dann esst mal ruhig. Dann haben wir im Kramfach, hab ich dann noch, auch nur durch Zufall, also bei Lidl haben sie ja dann so die Gänge und da ist dann halt Donnerstag, Montag und dann nochmal eine Reihe, wo dann so Kramzeug drin ist, was so die letzten Wochen war, was nicht verkauft wurde oder was sie doch so im Lager hatten und was nicht verkauft wurde. Und da habe ich eine Jacke gefunden, eine Strickjacke. Die war 30% Rabatt in Rosa. So nicht ganz dick, aber auch nicht zu dünn. Für den Übergang super. So was haben wir noch gebraucht. Und da habe ich gleich zugeschlagen. Weil die hat ja jetzt demnächst, also jetzt hat sie ja die 110, 116 und die Sachen, die wir jetzt geholt haben, haben jetzt hier schon 122, 128. Ja, und dann habe ich hier noch Sachen von dem Paw Patrol Zeug. So, dann haben wir das erledigt. So, dann haben wir das Zeug von Kick. Bei Kick haben wir wieder Glück gehabt. Da war. F Schatzi, nicht so laut, Papa macht Video. Und da war, wenn du da reinkommst bei Kick, hast du dann. Ich sehe da sowieso nicht durch. Da war dann hier Mädchen, da war Jungs, da war wieder Mädchen oder Frauen und ich habe da nicht durchgesehen. Aber links ist so die Kasse und da war so eine Reihe mit Kartons, wo Socken drin waren. Und da war dann Angebot. Jedes Paar Socken 1 Euro. Also jedes Pack. Also nicht ein paar Socken, sondern das waren 3 Paar Socken für 1 Euro. Und wenn du 3 nimmst, zahlst du nur 2. Ja, und da ich natürlich auch Socken brauche für den Sommer wieder, weil meine Sneaker-Socken alle weg sind. Die hat sich nämlich die Große gemopst. Und ja. Jetzt habe ich keine Sneaker-Socken mehr. Oder kaum. Habe ich dann praktisch einmal hier Größe 43, 46. Sieht man das? So. Sneakersocken. Einmal schwarz, zweimal schwarz, dreimal schwarz. Habe dafür 2 Euro bezahlt.
So, dann habe ich nochmal geholt, einmal grau, nochmal schwarz. Hätte ich noch mehr Schwarz gefunden, hätte ich auch noch mehr Schwarz genommen, sage ich eigentlich so, wie es ist. Und einmal weiß. Und nochmal 2 € bezahlt. So, dann für die. Ich packe das mal hier so ein bisschen beiseite. Dann für die große einmal. So, was haben wir hier? Einmal schwarze. Nochmal schwarze. Nochmal schwarze. Wieder 2 €. Dann hat sie sich hier nochmal 2 Schwarze ausgesucht. Und nochmal wieder 2 €. Und hier haben wir noch mehr irgendwo. Dann nochmal schwarz, grau gestreift und blau. Und nochmal 2 €. Und das müsste eigentlich gewesen sein. Mehr hat sie dann nicht gefunden. Dann habe ich 2 Hosen für sie geholt. Ich wollte eigentlich Jeanshosen kaufen. Aber die Jeanshosen, die wir anprobiert haben, die haben scheiße gesessen. Oder waren zu klein oder waren zu groß. Also müssen wir definitiv nochmal Hose gucken, weil sie so einen Satz jetzt gemacht hatte. Und ich habe hier nur. Psst! Geh mal, geh mal. Papa macht Video, Schatzi. So, und da habe ich einmal diese hier geholt. So eine Stoffhose. So ein bisschen skinny oder so soll die sein. Ich habe keine Ahnung. Aber aus Stoff, Größe 38. Und da kann sie schön das Oberteil zu anziehen oder eine Bluse, Ballerinas. Ich habe hier so schwarze Schuhe geholt. Ach so, siehst du, sind da Papa, die? ich habe einen Hustenbonbon für dich. Dankeschön, mein Schatzi. Den kannst du nehmen und essen. Dankeschön für meinen Hals. Ich habe einen Hustenbonbon gekriegt. Aber kann sie jetzt so schöne Bluse anziehen oder Oberteil und vielleicht eine Weste drüber oder so und schöne Schuhe und dann passt das. So, achso, die Schuhe sind nicht. Ich habe auch 3 Paar Schuhe für die Große gekauft. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen, die hat sie in ihrem Zimmer. Ja, bring mal her, bitte. Und dann habe ich hier diese Jeans hier geholt. Die fand ich jetzt gut. Die ist eine Skinny, hat ihr jetzt nicht gefallen, das ist Größe 40. Aber hier so unten mit diesem Reißverschluss. Ist so ein kleines Accessoire, also dass es nicht einfach nur gerade nach unten ist und ein bisschen eng und was weiß ich, weil die muss ich jetzt ein bisschen mehr Mädchen anziehen und nicht so ihre Skater-Klamotten, damit ist jetzt Schluss. Das mache ich jetzt nicht mehr mit. Jetzt brauchst du mal ein paar Sachen, dass er aussieht wie ein Mädchen. Sie ist aber auch total begeistert, nicht. Außer die schwarz-weiße Hose, die hat eh gefallen. So, dann haben wir das. So, dann, genau, wartet mal, dann muss ich hier rüber. Dann habe ich, wie ja gestern im Stream, also ihr seht es ja jetzt erst am Sonntag oder wahrscheinlich irgendwann, hatte ich ja Probleme mit meinem Licht, weil mein Licht nicht funktioniert hat, weil ich vergessen habe, dass das Keylight nicht auf dem Router angemeldet war. Und das war ein Akt, das habe ich gestern nach dem Stream dann noch gemacht, habe es dann endlich hingekriegt, dass ich sie wieder Stream Deck einstellen kann und alle drum und dran. Ich habe nämlich meinen Vertrag verlängert bei 1 und 1. Da machen wir jetzt auch mal, da will ich auch noch ein separates Video machen. 1 und 1 hat endlich erkannt, dass sie das vielleicht ein bisschen doch besser kennzeichnen sollten. Ihr wisst ja, ich habe vor ein paar Jahren hab ich ein Video gemacht, da hat mich das. Also ich bin mit 1 und 1, mit dem Service super zufrieden. Mit der Hardware Fritzbox sowieso super zufrieden. Du kannst immer anrufen, sagen hier Fehler, es geht, die wird aufgenommen. Also wirklich super. Du hast noch immer 24 Stunden hast du jemanden erreichbar. Und wirklich tipptopp. Ich bin jetzt seit. Boah Gott. Seit wie vielen Jahren bin ich jetzt bei 1 und 1? Aber die große ist jetzt in der 7. Klasse. Ich hatte davor schon Internet. 12 Jahre? 12 Jahre oder so bin ich jetzt schon bei 1 und 1 und bin wirklich mega zufrieden. Mich hat das nur angekotzt, vor ein paar Jahren, wenn du deinen Vertrag verlängert hast, einen neuen Vertrag gemacht hast, weil ich ja für meine Freunde den Vertrag gemacht habe und hast du nicht gesehen, weil die oben eigenes Internet hat in ihrer Wohnung, dass du den Router auswählen kannst
Zwei Router und dann ganz, ganz am Ende kann. Ja, du könntest aber noch einen HomeSpeed Plus Router nehmen und könntest dann praktisch noch schneller haben, mit schnellerem WLAN. Und das war alles ein bisschen undurchsichtig, das ist total scheiße. Das ist jetzt viel, viel besser, wenn du den Vertrag machst, hast du gleich drei Router, die du auswählen kannst. Hauptserver, Hauptserver Plus und Hauptserver Speed Plus. Hast du Übersicht, du kannst auch anklicken, Details und da wird dir halt angezeigt, welche Fritzbox was kann. Und ich habe mir die aktuellste wieder genommen, da habe ich wieder 4 Jahre Ruhe jetzt. Ich hole mir auch keinen neuen Router mehr. Ich werde meinen Vertrag dann wieder verlängern in 2 Jahren, logischerweise. Und werde dann sagen, ich möchte bei meinem Tarif bleiben, den ich habe, weil ich zahle jetzt für eine 100.000er Leitung 34 Euro. Und normalerweise kostet die momentan 39 Euro. Ich könnte auch für 39 eine 250.000er Leitung kriegen, nützt mir nichts. Der Upload ist gleiche, ich habe nur Download mehr und dann lasse ich es halt über Nacht an die PlayStation. Also lädt trotzdem schnell runter, 100.000er reicht mir komplett aus, da spare ich mir lieber die 5 Euro. Und hier, die hat jetzt Wi-Fi 6 und auch wieder komplett schnelle Datenübertragung. Das ist der Hauptserver Speed Plus und das ist, um genau zu sein, die Fritzbox. Müsste ja hier irgendwo auch stehen. Ach, da. 7590 AX. Die habe ich mir gegönnt. Dafür zahle ich jetzt monatlich 9,99 Euro mehr. Und wenn ich es abbezahlt habe, rufe ich dann halt an, sage, hey, nimm mal die 9,99 Euro da raus. Ich bin ja fertig mit abbezahlen. Und dann wird das halt auch rausgemacht und dann läuft mein Vertrag dann halt weiter und ich zahle halt nur diese 34,99 weiterhin. So. Das habe ich gemacht. Dann habe ich dank Sören, weil durch die Schuhe, achso, die Schuhe wollte ich euch noch zeigen. Ich habe einmal hier die für Josie geholt. Die sind halt sehr leicht für den Sommer, sind die schön. Dann habe ich was Dunkles geholt, dass er für alle was hat. Und dann habe ich noch diese hier geholt. Auch sehr leicht, dass er halt ein bisschen kombinieren kann und dass er halt, wenn er Schweißfüße hat, halt nicht die Schuhe den nächsten Tag wieder anziehen muss, sondern der könnte die auslüften, kann sie nächsten nehmen. So. So, dadurch hatte ich halt das Geld ja nicht für mein Daylight. Dann hat aber der liebe Sören gespendet, also eine Donation gemacht. Und erstmal danke dafür an Sören. Und dann habe ich mir bei Gamesware.at praktisch Daylight und dann habe ich mir für 2 Euro noch, weil ich hatte noch 2 Euro, also das Geld hat genau gereicht, dass ich mir dann diese Nintendo Lab holen konnte. Einmal, weil ich es ausprobieren wollte. Und zweitens, weil ich brauchte noch 2 Euro zusammen, damit ich den schnellen Versand und den abgesicherten Versand bekomme mit Sendungsverfolgung. Hat mir aber nichts gebracht. Erkläre ich euch gleich. So. Aber, das habe ich gemacht. Und was kam an? Nintendo Lab und COD Vanguard. Also, ich war ja krank, ich konnte da nicht zocken. Haben sie mir dann nochmal einen neuen Brief geschickt. Da war dann halt Daylight drin. Den Code, also Vorbestellercode, hatte ich ja schon vorher gekriegt. Den hatte ich schon eingelöst auf dem AT-Account. Hier habe ich jetzt praktisch auch Papiere mit drin. Da ist auch ein Rücksendungsschein mit bei. Das werde ich morgen dann hier komplett fertig machen. Dann wird dann hier hochgeklebt, zugeklebt. Und dann geht er zur Post. Und dann geht das Vanguard wieder zurück. Ja. Und das hat dann halt nochmal eine Woche gedauert. Das war richtig, richtig toll. Also das ist aber, muss ich aber auch sagen, ich bestelle bei Gamesware.at jetzt schon seit 6, 7, 8 Jahren oder so. Ich habe keine Ahnung. Das war das allererste Mal, dass ich sowas erlebt habe, dass das Spiel vertauscht wurde. Und vor allen Dingen, dass es so spät war, weil sonst habe ich immer vorbestellt. Aber diesmal ging ja nicht vorbestellen. Deswegen habe ich ja in dem Stream, den ich gemacht habe, das war ein Tag bevor Release, ich habe am Release-Tag um 0 Uhr noch was nach dem Stream oder im Stream so ja noch bestellt. Ja, und das war dann auf dem Freitag
oder Freitag früh, ja, Freitag früh, ja, dann kam es aber erst mit dem falschen Spiel am Dienstag oder Mittwoch oder so. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich kenne das eigentlich so nicht. Ich kenne das eigentlich eher mit einer schnelleren Lieferung von Gamesware.at. So. Dann habe ich mir gekauft bei Amazon, aber nur weil ich es musste, Panzerglas hat sie reduziert auf, keine Ahnung, muss ich mal nachgucken. Moment. Ach, Katzen, macht mal. Weil ich habe mein Handy nämlich gerade an der Schnellladestation und die ist auch ist schon 100%. Und die Schnellladestation ist bei der Couch. So, da müsste ich mal nachgucken. Da ist aber auch Panzerglas mit bei, nicht nur für vorne, sondern auch für die Kamera hinten. Meine Bestellungen. Ich habe auch noch was für Valdienstag bestellt, das zeige ich euch gleich. Und Cola, weil ich was zu trinken haben wollte, wo wir hier in Quarantäne waren. So, drei Stück waren da drin, genau. Bestellinfo, Bestelldetailsanzeige. 8,99 € habe ich bezahlt. Und das sollte eigentlich über 10 kosten. Momentan kostet es 9,99 €. Also es sollte eigentlich 12 oder 13 noch was kosten. Und dann, da ist es unten wieder so gewesen, Rabatt oder so. Keine Ahnung, ihr wisst, das ist doch bei Amazon. Da könnt ihr anklicken, hier 3 €, 4 € Rabatt oder was weiß ich. So. Und das habe ich mir bestellt, weil, ich zeige euch das mal, vielleicht seht ihr das hier oben. Hier oben, da an der Seite. Oh, Katze, weg jetzt hier. Psst. Hier an der Seite. Ihr könnt ihr hier nicht sehen. Hier oben ist da doch was. Und ja, wenn es so hell ist, hier unten ist dann auch noch ein Kratzer. Hier so. Und hier. Und hier unten geht es auch ab. Ja, also das ist aber, wenn es mir ein paar Mal hingefallen ist oder runtergefallen ist, das ist meine eigene Blödheit. Und ich hatte ja gleich, wo ich es bestellt hatte damals, das Handy, also wo ich meine Vertragsverlängerung gemacht hatte, hatte ich ja schon mal so Panzerglas bestellt. Das war ja nicht lieferbar. Da kam ja dann hier, ist auf lange Sicht nicht lieferbar, kannst du abbestellen, kriegst du Geld wieder. Oder bei dem Ding halt gleich nicht Geld wieder gekriegt. Wo ich die halt, da war halt einzeln. Panzerglas für die Kamera und Panzerglas für vorne hatte ich bestellt. Jetzt, ja, egal. Und jetzt habe ich beides so ja, mit Rabatt. So, und das werde ich dann anbauen. Oder ich lasse meine Frau besser gesagt anbauen. Ich habe da zwei linke Hände. Ich mache das nicht. Achso, das habe ich nicht selber gekauft. Das hat mir sonst gegönnt. Da habe ich immer noch nicht geschafft, die Videos so zu machen. Ich habe es extra noch, ist original verpackt. Seht ihr das? Weil ich ja dafür. Damit Videos dafür eure Videos machen wollte darüber. Das sind die SCUF-Pedals für den Xbox Elite-Controller. Das werde ich aber jetzt auch in den nächsten Tagen oder heute noch machen, weil ich will die eigentlich benutzen. So. Aber ich bin halt vorher nicht dazu gekommen und in der Quarantäne konnte ich nicht. Und da war ich hatte einfach keine Kraft dazu. Ich sage euch so, wie es ist. Mir ging es beschissen. So. Dann habe ich ein SkyQ Mini bestellt für meine Mutter. Dann hat das Sky angerufen, weil ich habe ja den Vertrag für meine Mutter gemacht, weil die sich nicht auskennt. Genau wie ich kümmere mich auch um meine Mutter ihren Handyvertrag und DSL-Vertrag und alle drum und dran. Und da hat das Sky mich angerufen und hat gesagt, wir haben Angebot, kriegst du halt mit Rabatte-Ding und weil hier hieß es ja, du brauchst noch eins und so. Hat gesagt, ob sie den nächsten Tag nochmal anrufen können. Ich muss mal meine Mutter erstmal fragen, ob sie überhaupt noch so ein Ding will. Mutter hat gesagt, ja, ich brauche doch für ein Kinderzimmer oben so ein Teil. Haben sie mich nächsten Tag angerufen, hat gesagt, ist okay, jo, wir wollen doch so ein Teil. Da werde ich auch nochmal ein separates Video machen. Ich werde das mal anschließen und euch zeigen und auch die Unterschiede zwischen SkyQ und SkyQ Mini zeigen. Es sind nicht viele Unterschiede.
wirklich nicht viele Unterschiede. Es ist auch im Gegensatz zu dem Video, was ich damals gemacht habe, wo ich mein erstes Kennenlernen mit dem Sky-Receiver hatte, werde ich euch da ein bisschen was erzählen können. Man kann jetzt den Jugendschutz anpassen. Ja, gut, hier kannst du so ein paar Sachen kannst du hier nicht machen. Also du kannst kein 4K zum Beispiel und noch ein paar andere Sachen. Funktioniert mit dem nicht, was mit dem Sky Q geht. Was ich aber ganz große Scheiße finde, also ich habe bei dem Sky Mini, also Sky Q Mini und beim Sky Q, weil ich muss ja immer, meine Mutter ruft an und dann immer, hilf mal, ich komme nicht klar. Gibt zwei Sachen, die stören extrem, aber wirklich extrem. Erstens, also Mutter hat ja auch Filme und Serien und so, dann kann sie ihre Rosamunde Pilcher-Serien und so was gucken, die sind auch in der Mediathek. Glaubt da nicht, ist aber wirklich so. Und meine Mutter hat auch schon ein paar Mal eine Serie gehabt, die hat einen englischen Titel gehabt und sie hat sich nicht aufgeschrieben, wie die Serie hieß. Und das Bild wird andauernd in der Mediathek geändert. Also das ist nicht immer das gleiche Bild. Und sie konnte sich diesen englischen Titel nicht merken. Und ich habe ihr auch schon beigebracht, dass sie mit der Sprachfernbedienung gut und schnell zu den Serien und zu den Filmen kommt, die sie gucken will. Geht relativ, sie vergisst es oft, aber sie kann es. Aber es fehlt die Favoritenfunktion, eine Watchliste, wie beim Fire TV zum Beispiel, wo man dann sagt zum Beispiel, oh, die Serie ist cool oder der Film ist cool. Ich muss jetzt ja leider los, weil, was weiß ich, zur Physiotherapie oder was weiß ich. Machen wir mal auf später ansehen. Watchliste. Hatten sie nicht. Gibt es nicht. Im Sky Q nicht, im Sky Q Mini auch nicht. Und noch groß, und was auch ganz großer Scheiß ist die Benutzeroberfläche ist okay. Ist wirklich okay. Aber wenn du die App-Taste drückst, das sind drei Punkte rechts auf der Fernbedienung, da öffnet sich eine Seite, eine Spalte, hast du alle Apps. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie jetzt meine Mutter nicht, die hat nicht Tanzen oder so, die ist weiter unten, wenn du so Apps hast, die du hier nach oben haben willst, eine Sortierfunktion, dass die Apps, die du regelmäßig nutzt oder die du selber hast, Prime Video, Netflix, Disney Plus, dass die halt oben sind und Apple und Danzen und Spotify und was du so nicht immer nutzt oder gar nicht hast, dass du die nach unten machen kannst oder sagen kannst, ausblenden. Gibt's leider nicht. Deswegen ist das etwas, immer noch etwas unübersichtlich. Aber besser als die alten Skyboxen. Ihr kennt ja die alten Skyboxen durch meinen Bruder. Die waren, oh Gott, die mal angegangen sind. Und, ach, hör mir auf. Ich habe meine Mutter auch alle halt so gekoppelt, dass die halt mit ihrer Sky-Fernbedienung ihren Fernseher bedienen kann. Also Power aus, leise, laut und alles mute und so. Dass das hin und her da aufhört. So, dann wisst ihr ja, ich habe mir die Entfeuchter Dingsbums hier geholt. Die zwei kleinen. Und meine Mutter hat sich für 81 Euro einen größeren geholt. Den hatte ich auf meiner Liste. Und da habe ich, wenn meine Mutter gesagt hat, wenn ich mal einen großen habe mit großem Volumen, soll ich Bescheid sagen, 81 Euro mit 4 Liter Tank. Ich habe noch nicht ausgepackt, noch nicht getestet. Der soll bei meiner Mutter in eine Speisekammer. Weil die Speisekammer von meiner Mutter, da kommst du von der Küche aus hin, aber das ist halt alles Außenwand. Also einmal zum Nachbarn, da steht aber kein Haus, also da ist halt nur die Außenwand. Dann einmal ist auf die Hälfte von der Speisekammer die Terrasse, aber was auch eine Außenwand ist, eine kalte Wand mit einem kleinen Fenster nur. Und dann halt dort Stück Wand und hier Wand und das ist alles kalt. Und oben ist jetzt alt und oben ist auch nicht richtig isoliert, das ist einfach nur Dach und dann ist da oben nur ein bisschen Stroh noch drauf oder so und dann kommen die Dachziegel. Ganz alt. Und dadurch hat sie da viel Feuchtigkeit. Und sie hatte sich so ein Ding schon mal ausgeborgt und das hat gut was gebracht, damit das Ding da nicht so feucht ist und weil sie hatte auch mit Schimmel zu kämpfen. Und dann hat sie sich so ein Ding schon mal ausgeborgt gehabt, das hat viel gebracht und jetzt wollte sie selber so ein Teil haben. Und da habe ich ihr den geholt und der gucken, wollen wir mal gucken. Und da werde ich euch dann sagen können, ob der was dafür bringt, ob der die Leistung bringt, die er bringen soll und ob meine Mutter zufrieden ist, werde ich euch später sagen. Ich werde auch ganz, ganz später, wenn ich noch mehr davon geholt habe, weil ich habe jetzt im Badezimmer und in der Küche einen stehen. Ich brauche noch einen für das Schlafzimmer und einen für das Wohnzimmer und einen für das Kinderzimmer. Wenn ich dann überall einen stehen habe und
euch sagen kann, ob ich dann mit dem Schimmel und mit den feuchten Wänden und mit den feuchten Fenstern und überall immer noch Probleme habe. Das wird dann aber jetzt nächstes Jahr sein, weil ich muss das jetzt erstmal nach und nach holen und testen. Und ja, dann kann ich euch da den nächsten genaueren sagen. Den werden wir dann testen und da kann ich, wie gesagt, mache ich dann auch noch mal ein Video drüber. So. Das solltet jetzt auch gewesen sein. Das war alles. Ja, also Dead Horizon Zero Dawn. Ja, klar, ist schon runtergeladen. Das werden wir dann wahrscheinlich so heute abzocken. Ja, aber ich würde sagen, das reicht doch dicke jetzt erstmal aus. Oh, aber Klamotten musste sein. Und hier habe ich ja von meiner Mutter den Geld wiedergekriegt. Das ist ja nicht so, dass ich das. Und hier buchen sie von ihrem Konto ab. Aber haben sie zu mir geschickt, Sky, obwohl ich gesagt habe, sollen sie zu meiner Mutter schicken. Und das habe ich ja bei Amazon meine Adresse drin steht. Ich habe einfach bestellt. Dann kann ich zu Mutter vorbeibringen. Das ist jetzt nur nicht das Problem. Da wir jetzt in Quarantäne sind, waren, ging das halt nicht. Ja, 4 Liter, 60 Watt. Ja, ich bin mal gespannt. Also die Rezensionen von den Teilen und Bewertungen waren eigentlich sehr gut. Ich bin wirklich gespannt. Und ich muss sagen, die anderen, die ich jetzt im Badezimmer und in der Küche habe, also ich habe in der Küche keine feuchten Fensterfuß mehr. Auch im Badezimmer nicht. Die Luft ist angenehm, ist nicht zu trocken. Und jetzt mal gucken, wie jetzt nächstes Jahr aussieht. Ich werde dann im Sommer wieder halt, ich habe jetzt schon ein paar Anti-Schimmelzeug wieder drauf gemacht, weil so leichte Stockflecken in der Küche waren, im Badezimmer waren, in der Küche immer noch hinterm Schrank, die muss ich noch wegmachen. Und dann muss ich das noch wieder überpinseln. Das mache ich aber alles im Sommer, wenn nochmal sicherheitshalber rauf und noch, also Anti-Schimmelzeug trocknen lassen, in 2 Tage. Und nochmal Anti-Schimmelzeug drauf, nochmal in 2 Tage trocknen lassen, dann wieder Farbe drüber, Anti-Schimmelfarbe, weil die Wand, die ganze Wand ist da Anti-Schimmelfarbe dran. Und ja, dann bin ich gespannt, ob nächstes Jahr im Sommer, im Winter wieder, weil im Sommer habe ich keine Probleme. Frühling, Herbst, keine Probleme. Fängt erst im Winter an, wenn es richtig, richtig kalt wird und wenn es drückt oder wenn viel Wind ist und Regen ist, dann habe ich immer die Probleme. Da kannst du lüften, wie du willst. Du kannst Stoßlüften 3, 4 Mal am Tag machen. Es bringt gar nichts. Frühs hast du feuchte Fenster und die Wand ist auch hier, also die hier hoch. Also jetzt geht's gerade. Aber die Wände da drüben sind extrem schlimm. Wenn du die anfasst, die sind arschkalt. Arschkalt. Kälter als ein Fenster. Teilweise. Und dann dadurch entstehen halt diese Wärmebrücken. Aber mal gucken. Also, ich habe mich von ein paar Leuten beraten lassen und die haben gesagt, das bringt was. Ich habe ja auch hier diese Feuchtigkeitsmesser von Switchbot. Da kommt einer in die Küche noch und einer im Badezimmer brauche ich es nicht, aber eine Küche im Wohnzimmer habe ich ja und im Flur wahrscheinlich oder im Schlafzimmer, ich weiß noch nicht. Dann muss ich mir noch einen für das Kinderzimmer und dann kann ich das dann über den Switchbot überwachen. Und dann werde ich halt die Teile auch, also nicht den hier, der geht jetzt zu meiner Mutter, an eine Steckdose machen. Und das Gute ist, die Switchbot-Ökosystem funktioniert innerhalb der Alexa-App mit allen Geräten zusätzlich. Also da kann ich dann zum Beispiel auch sagen in Alexa, der Luftmesser, der sagt, hier sitzt jetzt 35% Luftfeuchtigkeit. Das ist zu wenig Luftfeuchtigkeit. Man soll ja so bei 40 bis 50% Luftfeuchtigkeit sein. Das ist zu wenig. Steckdose aus. Und dann geht die Steckdose, wo das Ding dran ist, aus. Oder der sagt hier, pass auf, das Ding ist, sagt 40%, sagt 80% Luftfeuchtigkeit. Wir machen die Steckdose an. Und dann geht die Steckdose an. Habe ich aber ein Problem, an wird der nicht so wirklich funktionieren, weil, also bei dem weiß ich es nicht. Aber bei den beiden, die ich habe, wenn die aus dem Strom raus und wieder reingemacht werden, sind die grundsätzlich aus. Die kann nicht, da ist nur so ein Taster für An und Aus und für LEDs. Ich kann da halt nicht sagen, anmachen, Strom raus und Strom an und dann geht das Ding automatisch an. Das funktioniert leider nicht. Da muss ich mir dann noch die passenden Geräte suchen, ob da noch was gibt. Aber wenigstens für Aus. Anmachen kann man selber. Wenigstens für Aus, dass wenn die Luftfeuchtigkeit reicht, also zu
Je ring ist, dass das dann, die Steckdose ausgeht. Und ich dann eine Nachricht auf Handy kriege. Kannst du so, kriegst du E-Mail, hier, pass auf, Dings und Dings wurde ausgeschaltet. So. Aber nichtsdestotrotz, ist schon viel zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.